Willkommen bei Conny Canarias und Land und Leute. Heute möchte ich euch ein bisschen Informationen über die Kathedrale Santa Anna geben. Beherrscht wird das Bild der Altstadt durch den massiven Bau der dreischiffigen Kathedrale Santa Anna mit ihren zwei markanten Türmen. Fast 400 Jahre lang versuchten Dutzende von Baumeistern, der Kirche den letzten Schliff zu geben. Resultat dieser langen Bauzeit ist ein Durcheinander der Stile. Von der Gotik über Barock und Renaissance bis hin zum Klassizismus sind an Fassade, Kuppel und im Kircheninneren alle Baustile der Jahrhunderte vereint. Unmittelbar vor der Kathedrale lädt der Hauptplatz der Altstadt, die Plaza Sant'Anna, auch heute noch zum Bummeln und Verweilen ein. Eingerahmt wird der Platz von den Prachtbauten kirchlicher und königlicher Statthalter. Die Kathedrale ist die älteste und größte Kirche der Insel und Bischofskirche des Bistums Kanarische Inseln. Zur Kathedrale gehört das bedeutendste Archiv der Kanaren. 1497, kurz nach der Eroberung Gran Canarias durch kastilische Truppen, wurde mit dem Bau begonnen. Damit setzten die katholischen Zeichen ihres Sieges über die Ureinwohner, die es zu missionieren galt. Nach dem Abschluss des ersten Bauabschnitts im Jahre 1570 ruhten die Bauarbeiten über 200 Jahre. Also 200 Jahre ist schon eine lange Zeit, in der dann nichts getan wurde an der Kirche. Wunderschön, diese Säulen. Und die Decke ist natürlich was ganz Besonderes. Sehr großräumig. Wunderschön gemacht. Ja, und dann bis 1819 war Santa Anna die einzige Kathedrale auf den Kanarischen Inseln. Danach wurden die Inseln in zwei Bistümer aufgeteilt. Die Baustile, ja, wie gesagt, komplett verschieden. Die klassizistische Fassade wurde nach Plänen des Bildhauers und Architekten Luján Pérez errichtet. Im Inneren finden wir die 12 Apostel unter der Vierungskuppel. Auch sie stammen von Luján Pérez.
Die Decken, die sehen ein bisschen aus wie Palmenwedeln, also ist ganz, ganz toll gemacht. Richtig schön. Die von Bündelpfeilern getragene Halle besteht aus drei Schiffen mit Seitenkapellen. So, und da sehen wir jetzt die Decke der Kathedrale. Das ist wirklich ein Traum. Wunderschön gemacht. Das ist also richtig, richtig toll. Ja, und die Plaza Santa Ana darf ja auch nicht zu kurz kommen. Der Platz ist eines der Herzstücke Las Palmas, der Geschichte und des Lebens. Die Plaza de Santa Ana ist zugleich Vorbild und Vorläufer der stadtplanerischen Strukturen, die später in mehreren Städten Amerikas umgesetzt wurden. Hier vereint sich die mystische Macht durch die Kathedrale der Heiligen Anna der weltlichen Macht in Form der 1856 eingeweihten Casas Consistoriales. Das ist also der Tagungsort des Stadtrates. Und die bronzegrün lackierten Hunde auf der Plaza gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts. Sie wurden zu einem Symbol der Stadt und sind die Hüter dieser Freifläche und der Kathedrale. Sie bellen und rennen nicht, doch sie scheinen uns zu beobachten. Also auch um die Kathedrale herum kann man dieses außerordentliche Ambiente genießen. Wir finden dort auch einige Bars, kleine Cafés in den Passagen. Dort können wir guten Wein und leckere Tapas genießen und denken dabei an Piraten und Wissenschaftler, die hier in Stein gemeißelt sind. Der Innenhof der Kathedrale. So, dann hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Es gibt viel Interessantes hier auf der Insel zu bestaunen.
Und wenn ihr hier auf Urlaub seid, solltet ihr euch diese Sachen auf jeden Fall mal anschauen. Einfach mal nach Las Palmas reinfahren. Könnt auch mit dem Bus fahren bis San Telmo. Die Busse fahren hier im Süden ab. Von Meloneras, großer Busbahnhof, oder auch Parque Tropical. Bis nach San Telmo, dann durch die Triana durch und dann nach Vegeta rein. So, und damit sage ich dann vielen Dank und tschüss, bis morgen.